Jo, meine Freunde, was geht? Euer Kater ist mal wieder am Stießele. Am besten so filmen, oder? Und ja, meine Freunde, ich bin auch mal wieder da. Ihr bekommt auch mal ein Video von mir. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt ab und zu mal schwer atme. Hier geht es gerade einen Berg hoch, ich laufe gerade durch den Wald. Momentan habe ich auch Urlaub, Freunde, deswegen ist es wild. Aber warum ich mich jetzt melde, mal Freunde, ist, ich wollte einfach mal ein Statement sagen. Oder ein Statement, mit einem Statement mich melden, so rum. Warum jetzt die Zeit lang so wenig Videos kamen. Da bist du ja gleich aus der Puste hier reden, Berg hoch, ganz schön saß. Na, auf jeden Fall, Freunde, es liegt daran, ich hatte mit Arbeit sehr viel Stress. Ich habe einen neuen Vertrag bekommen, wo ich jeden Tag so circa 9 bis 10 Stunden auf Arbeit bin. Danach gehe ich ja gerne noch ins Fitness. Und ihr könnt euch überlegen, wenn ich um 7.30 Uhr anfange und um 18 Uhr aufhöre oder um 18.30 Uhr dann noch ins Fitness gehe, dann ist 20.30 Uhr und dann noch ein Video machen, ist relativ wild, sage ich mal so. Klar, das ist auf jeden Fall möglich. Also ich gebe jetzt hier keine Ausreden. Oh ja, das ist nicht möglich, das zu verpacken und so. Aber es war einfach sehr stressig für mich jetzt die Zeit. Die Zeit wird auch so anbleiben. Momentan ist hey Lockdown, sprich kann ich ins Fitness gehen. Also bietet sich das jetzt auf jeden Fall wieder an, Videos zu machen. Und wenn Fitness wieder läuft, dann muss ich da auch irgendwie eine Lösung finden, dass ich nicht ja, jeden Tag oder alle 2 Tage ins Fitness gehe, sondern das halt irgendwie so mache, dass ich einen Tag Fitness, einen Tag Video, einen Tag Fitness, einen Tag Video mache. Genau. Aber das ist nicht nur der eine Grund, Freunde, warum jetzt so lange keine Videos kamen. Ich habe ein bisschen Probleme, was die Videoideen angeht, leider. Ich bin, was das angeht, ein bisschen unkreativ. Und mir fällt da nicht so viel ein. Ich will nicht auf diese Schiene YouTube-Kacke bleiben. Es ist geil auf jeden Fall. Aber von YouTube-Kacke hat man sich halt auch irgendwann mal satt gesehen, sag ich mal so. Ich habe ja wirklich nur YouTube-Kacke-Reactions hochgeladen, weil das mir persönlich einfach mega getaugt hat. Das war mega lustig und alles geil. Und aber dann sind ja auch noch ein paar Strikes reingeflattert. Das kam mir dann auch noch dazu. Deswegen war ich da, was Videos angeht, etwas vorsichtiger. Und lade jetzt auch nicht jeden Crap hoch. Deswegen, Freunde, wenn ihr schreibt, reagier auf das, 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 kann ich das nicht immer alles wahrnehmen, weil viele Sachen halt auch ja urheberrechtlich geschützt sind halt einfach. Und deswegen lade ich das dann auch nicht hoch. Deswegen müsst ihr mir da ein bisschen verzeihen, Freunde. Es wird YouTube-Kacke weiterhin kommen. Aber nur Content oder YouTube-Kacke, die man auch sozusagen frei benutzen darf. Und das ist halt einfach Content von YouTubern, sage ich mal so. Die könntest du auch striken, aber da steht, ja, gut, bei Bibi steht ein großes Netzwerk hinten und die blocken alles ab, aber das ist ja nicht bei dem Großteil der ganzen YouTuber-Szene so. Deswegen, Freunde, werde ich mir da noch was überlegen. Ich werde wieder wahrscheinlich in die Richtung ein bisschen Challenges gehen mit meiner Freundin oder so. Vlogging natürlich bleibt, das ist ja klar. Und ja, überlege ich mir vielleicht auch mal ein bisschen meinen Alltag einfach zu filmen. Wenn ich irgendwas mache, irgendwas einbaue oder so, filme ich das einfach. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und Hauptsache, es kommt einfach Content, wo ich selber sage, yo, darauf habe ich Bock. Und ja, ich schaue jetzt nicht auf die Zahlen, Freunde. Weil wenn ich auf die Zahlen schauen würde, dann würde ich jetzt gar keine Videos wahrscheinlich mehr machen. Spaß. Nee, ist alles cool und ich danke euch auf jeden Fall für die jahrelange Unterstützung. Und ja, ab jetzt, Freunde, gibt es wieder random einfach irgendwelche Videos. Einfach random lade ich die hoch. Ich werde keinen Upload-Plan erstellen. An den Tag kommt das, das, das. Darauf will ich mich gar nicht fixieren. Ich mache das lieber broadcast yourself. Ich lade es einfach so hoch, wie ich Bock habe. Und auch, was ich Bock habe. Deswegen, Freunde, seid auf jeden Fall gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Videos, Freunde. Mashallah, die Hübsche.